Ihr braucht ein Flugzeug, um Magneto zu folgen und, ich trau's mich kaum zu sagen, die Freiheitsstatue. Ein Hulk-sicheres Fahrzeug wird euch zur Freiheitsstatue bringen. Wolverine wird euch dort treffen. Ich hoffe, den Jungs geht es gut. Muss schon komisch sein, zur Abwechslung mal was noch Größeres und Grüneres als dich selbst zu sehen. Was, Bruce? Keine Panik. Wir schalten Lady Liberty aus, dann bist du sofort wieder die Nummer 1. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Bereit für unseren kleinen Ausflug? Roxxon ist der weltweit unangefochtene Marktführer in Sachen Energieproduktion. Man sagt, das Kraftwerk, das sich unweit von New York befindet, enthalte eine Art Versuchsreaktorkern. Kommt, meine Mutantenbrüder, wir müssen dieses Atomkraftwerk stilllegen. Hulk, Vorsicht! Sie ist nationales Kulturgut! Und ihr Hut hat gefährliche Spitzen! Das war knapp. Pilotenfehler. Du sagst es, mein Junge. Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Whoa.
Du kannst dich hier in etwas nützen. Tut mir leid. Ich musste einfach zuschnappen. Konstruktion!
verstehe es nicht. Wie kann das die Hand einer Metallstatue verbrennen? Ich habe da so meine Theorie. Ach, mir eigentlich egal. Das wird ein bisschen knifflig. Wir müssen zusehen, wie wir da rüberkommen. Komm ihm nicht zu nahe, es sei denn, du stehst auf 10.000 Volt Überraschung. Das sollte den zweiten zum Laufen bringen. Thank you.
Manchmal wünschte ich, ich hätte Regenerationsfähigkeiten. Wie du. In der zweiten Klasse habe ich mal einen kleinen für ein Wissenschaftsprojekt gebastelt. Ich zerstampf dich mit diesem kupferplattierten Schuhwerk. Hey, aufpassen, Kleiner! Lass los! Hey, wir sind in der Statue. Schon lustig, da lebe ich jahrelang in New York und war noch nie hier drin. Wie wär's mit einer Führung? Wir beginnen jetzt mit dem Angriff. Thank you.
mir ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Zu knapp. Ich habe verstanden. Hey, don't feel. Thank you.
Im Namen aller Nerds dieser Welt. Seid gegrüßt. Ich bin der Meister der Gedanken. Nennt mich einfach Mastermind. Ich habe die einzig wahre, unschlagbare Mutantenkraft, um eure Gedanken zu kontrollieren. Ein primitiver Geist. So leicht zu kontrollieren. Nein, ihr könnt mich nicht in ein Monster verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Lass dich glauben, wir seien deine Feinde. Du musst dich wehren. Bist du okay? Mastermind hat die Kontrolle über dich übernommen, Logan. Vielleicht erweist sich ein wissenschaftlicherer Geist für kontrollierbarer. Wieder die alte Kamelle. Du musst kämpfen, Richards. Komm, fang dich, Flexi. Zurück! Weg von mir! Was ist passiert? Er hat mein Gehirn gesteuert? Moment! Der Hulk ist ein Mann doppelten Geistes. Beide werden sie mir gehören.
Ich werde euch alle unter meine Kontrolle bringen! Ah! Magneto hat den Reaktorkern freigesetzt. Ab mit ihrem Kopf! Sir, Magneto hat die Freiheitsstatue entweiht. Was ist nur aus diesem Land geworden? Captain Rogers, ich werde mich persönlich darum kümmern, dass Lady Liberty geborgen und wieder zusammengesetzt wird. Ehrenwort. Wenn Magneto hier seine Hände mit dem Spiel hat, gehe ich jede Wette ein, er will mit diesem Reaktorkern Asteroid M wieder in Betrieb nehmen. Doom muss an irgendeiner weltraumgestützten Waffe basteln und er braucht den Transport. Bereit, Captain? Bereit, Sir. Solange dieses gutherzige, blauäugige Ding mit anpackt. Liebe Tante Petunia, gern packe ich mit an, Cap. Jetzt geht's! Noch nicht. Warte, bis ihr da seid. Begebt euch jetzt zur Landezone. Black Widow hat den Transport arrangiert. Los, zum Flugzeug, so schnell ihr könnt. Ihr müsst Asteroid M noch vor Magneto erreichen.